Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst meine Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Ein Elexitor verrät nicht seine eigene Kaste. Seine Loyalität gilt nur sich selbst. Das wirst du noch erkennen. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Nachvollziehbar. Wenn er mich erledigt, wäre das kein großer Verlust für euch. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen die Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion.
Meister der Elixitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Ich glaube, wir haben gerade das erste Kapitel der Story abgeschlossen. Nach wie vielen Folgen? Moin. Mein Gefährter ist weg. Geil. Er steht noch da. Mein Ray. So. Lass uns erstmal den alten Mann ansehen. Ich denke, von hier aus sind wir zu Fuß schneller als vom Teleporter aus. Ja, nicht so nah an die Leitung, ich weiß, danke. Ich warte hier. Ich warte hier. Das ist seltsam. Ich meine, klar, wir wissen, dass wir auf Rache aus sind. Aber anscheinend kann man sich den Ausgestoßenen nicht anschließen. Das würde Elix ein bisschen verkürzen, wenn wir nur drei Läufe brauchen. Berserker, Kleriker und Adler. Was jetzt nicht so übel wäre, aber... Ja, ich weiß, ich mache gerade einen Umweg. Aber es fühlt sich irgendwie so seltsam an, weil ich war da fest überzeugt, dass man sich dann... Alps auch anschließen können. Oh, eine Alpstellung. Waren wir hier schon mal? Nee, oder? Ist sogar machbar, die Stellung einzunehmen. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Das sieht gut aus. Haufen Elixit. Sauer. Schredder. Was bist du denn?
61, 53, 40 Konstitution. Komme ich nicht hoch. Ich brauche für irgendeine andere Waffe brauche ich noch Stärke, oder? Ja, einen Stärkepunkt brauche ich noch. Giftkriegerschwert 53. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Komm, das sieht nice aus. Yay, hallo auch. Das sind knapp 20 Schadenspunkte Unterschied. Missionsbericht lesen wir gleich. Lass mal sehen. Größer, größer, kleiner. Oh wow. Das sind die 2, das könnte die 5 sein. Geht doch. Es war nicht so gut. Schade. Die Stellung hat sich gelohnt. Kannst nichts gegen sagen. Kletteranlagen Richtung Südosten entdeckt. Auftrag zur Eliminierung erteilt. Lage bei der zentralen Relaisstation. Überfälle. Kommunikation nicht möglich. Problem liegt uns nicht vor. Das ist schön, aber das hilft uns kein Stück. Betonen, das waren 2 leichte Schläge. Normalerweise bräuchte ich da 3 bis 4. Komm mal her. Oh, schon. Ich mag mein neues Spielzeug. Oh, Völkerwanderung, ja. Ich mach das. Mal ganz kurz auf AFK gehen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, Verzeihung. Gerade noch Tränken aufgefüllt und ich nehme es gerade am Sonntag nach der Zeitumstellung auf, also 28.3. Und die Zeitumstellung im Frühjahr als nachtaktiven Menschen zerstört mich jedes Mal wieder. Bis 1 Uhr morgens wach plötzlich um 2 Uhr. Ohne dass eine Sekunde vergeht.
Im Endeffekt fehlt dir die Stunde. Als Nachtaktiven wahrscheinlich sogar noch mehr als den Tagaktiven. Weil mir legit eine Stunde fehlt, die ich erlebe. Ich weiß nicht, wie sehr sich das auswirkt, wenn man das unter Anführungszeichen schläft oder verschläft. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie mit einem Vor- oder Gegenhalten, weil ich es einfach nicht weiß. Ich kann mich da nicht wirklich reinversetzen. Es tut mir... Ich würde lügen, wenn ich sage, es tut mir leid, weil ich es einfach nicht kann. Aber es ist... Also, ich kann mich in diesem Fall nicht reinversetzen, weil ich halt nicht tagaktiv bin. Deswegen tut es mir leid, dass ich da das nicht nachvollziehen kann, aber mir persönlich fehlt die Stunde extrem. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Macht da nichts draus, ich auch. Pui, ein Elixit.